jetzt drauf drücke. Verstanden. Okay. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf heute hier an dieser Stelle, der bekannten Stelle, vom Hintergrund kann man es erkennen, den Walter Haug begrüßen. Walter, ich grüße dich. Servus. Grüß dich auch. Hallo. So, du bist über den Volker an uns rangekommen. Du beschäftigst dich auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Werden wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Du machst was in der Archäologie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du bist so praktisch bei Ausgrabungen dabei, bist so bei verschiedenen Themen dabei, die so mit der Geologie ein bisschen was zu tun haben, wenn ich da richtig liege. Und da wäre jetzt mal die Frage, was genau machst du? Wo findest du oder wo bist du da, in welchem Thema bist du drin? Was genau ist dein Gebiet? Klar, also unsere Forschungsgemeinschaft nennt sich Kernforschungsgesellschaft. Die existiert jetzt auch schon seit 20 Jahren. Okay. Und vorher gab es auch schon einen Verein. Forschen tue ich an der Materie schon seit 1990. Das ganze Thema, da kam ich eigentlich per Zufall drauf. Und zwar habe ich damals, als bin ja Kunstlehrer, habe ich da in Steinbrüchen praktisch versucht, da Bildwerke zu gestalten. Bin da an Felswände gekommen, die also in der Art habe ich noch nie gesehen. Okay. Ich komme aus einer Gemeinde, wir haben einen riesengroßen Steinbruch, das ist ein Zementwerk. Und da wird gesprengt, ja, und ich weiß halt, wie man da die Steine von der Felswand löst. Es gibt natürlich auch Sandsteinbrüche, die haben ja bestimmte Abbaumethoden. Und die Abbaumethode, die ich dort gesehen habe, die hat also, war für mich völlig neu. Das heißt, ich habe da auch Kontakt gehabt zu Archäologen, zu ehrenamtlichen Mitarbeitern des Landesdenkmalamts. Und die konnten mir dann sagen, ja, das ist eine römische Abbaumethode. Ja, und das war halt Sternenfels. Okay. Dieser Ort im östlichen Kraichgau. Das ist bei Knittlingen in der Nähe, kann das sein? Ne? Knittlingen ist in der Nähe, gell? Ja, Knittlingen ist gerade hinterm Berg, genau. Okay, und jetzt Kerns. Okay, das heißt eine Abbaumethode, da war irgendwie festgestellt, da hat man irgendwie aus dem Steinbruch heraus auf eine bestimmte Art den Stein rausgeholt. Sehe ich das richtig? So ist es. Also man hat eigentlich Felswände, die sind geglättet von oben bis unten. Und dann noch mit Meißelschraffuren versehen, was eigentlich völlig gaga ist. In meinem Steinbruch habe ich keinen Bedarf, irgendwie die Felswand zu dekorieren, sondern muss abgebaut werden. Ja. Und der Stein jetzt stellt ja erst die Werkstücke her. Also an der Felswand habe ich nur zu brechen und sonst gar nichts. Und das ist eine enorme Aufgabe, also eine schweißtreibende Arbeit, die da geleistet werden muss. Also da habe ich keinen Sinn für. Das machen ja normalerweise dann Steinmetze, denke ich. Das ist der Beruf, der den Stein dann, der rausgeschlagen ist, erstmal bearbeitet, damit er irgendwo reinpasst, oder? So habe ich das gelernt. Kann das sein? Das ist ganz klar, natürlich. Der Steinmetze ist ein Fachmann, der weiß genau, was er tut. Und der Steinbrecher, der ist halt für die grobe Arbeit zuständig. Und bei ihm kann also sowas gar nicht passieren, okay, dass er dann noch Zeit hat, den Meißel zu schwingen und die Felswand hinter sich noch zu glätten und zu verschönern. Also das ist so, okay, ein Unfug. Das klingt logisch. Okay. Und Sternefelsen, was habt ihr dann genau an dem Steinbruch noch entdeckt? Gab es da noch was oder war das? Natürlich. Also das ist der Steinbruch in der Sternefels Zwerchhelde. Wenn man da drin steht, dann hat man eben rechter Hand die Felswand und links angeblich eine Schutthalde. Ja. Und die ist höher als die Felswand, ja, zur Straße hin. Das ist unglaublich. Also das ganze Gebilde, das hat wahrscheinlich mehr Volumen, als jemals da aus dem Steinbruch herausgeschafft werden konnte. Das haben wir also völlig verdattert. Ja. Und dann habe ich gesehen, das sind lauter Mauern, also Bruchsteinmauern. Und die habe ich dann so nach und nach freigelegt. Ja, es kamen immer mehr zu Tage. Ja, und dann das Landesdenkmalamt verständigt, die haben gesagt, ja, das ist eine Hangstützmauer, um den Schutt in unter Kontrolle zu halten. Also ja, so eine Stütze. Also so eine Stütze. Okay. Also das habe ich auch noch nie gehört. Also ich kenne das vom Zementwerk oder von anderen Steinbrüchen. Wird halt irgendwo abgelagert. Ja, und die werden halt nicht groß, diese, ja, Schutt halten, weil das meiste Material wird halt irgendwie doch irgendwie kommerziell verwendet. Also man kann aus dem Restmaterial kann man ja immer noch Zusatzstoffe für Beton machen oder für Straßenschotter. Aber normalerweise müsste ja, also jetzt, wenn ich jetzt so mitdenke, dann müsste ja eigentlich, also wenn ich jetzt abbaue, ja, dann bleibt ja weniger Schutt übrig, als ich nehme ja auch was raus. Ja, ich nehme ja die Steine mit und baue irgendwo was auf, oder? Das ist es, ganz klar. Natürlich, das ist ein unglaubliches Missverhältnis von Schutt und Volumen des Steinbruchs. Okay, und jetzt habt ihr dann festgestellt, also nicht nur eine Wand, wo da hochgeht, sondern also eine Stützwand ist es nicht, sondern ihr habt was anderes festgestellt. Was habt ihr festgestellt?
Ja, das kam alles nach und nach. Ich habe da verschiedene Sachen entdeckt im Laufe der Zeit. Ich habe eine Genehmigung von der Gemeinde gehabt, da einfach mal zu graben und konnte dann immer mehr Mauern freilegen. Ich kam dann in den unteren Bereich des Ganzen. Da habe ich ein Tor entdeckt. Also ein Steinbruch, damit ein Tor gesichert wird. Also das ist für mich völlig irrational. Ja, das ist eben kein Steinbruch. Da hat man halt einfach diese Gräber, die dort drin sind im Steinbruch, die halt diese angeblichen Abraumhalden, die halt in Wirklichkeit eben gemauerte Hügel sind, ja, durch und durch gemauert. Und das sind halt eben die Cairns. Und die kennt man halt eben aus der Bretagne, aus Schottland. Ja, ich habe was gehört, in Ah, der Bretagne ist eigentlich das so ziemlich der größte, das habe ich mal so gehört, ja, oder? Oder ja, das galt jetzt bis vor kurzem, also war die Zwerchel in Standfels, war von der Höhe und vom Umfang her der größte Cairn, also nach denen in der Bretagne. Also in der Bretagne hat man den Cairn von Barnenest, der ist halt eben nur so 10 Meter hoch und 60 Meter lang etwa. der Ja, Kern und von, wie jetzt heißt kommen der? wir Der Kern von? Barnenest. Barnenest, das ist in der Bretagne, also im Norden Frankreichs. Okay. Und also da habe ich ganz andere Verhältnisse. Jetzt, wenn ich den Cairn von Standfels anschaue, der hat eine Länge von über 100 Meter und eine Breite von 80 Metern und eine Höhe von 20 Metern, also doppelte Höhe. Ja. Okay. Und Also das Wort dieses Kern, Ganze. also der Begriff Kern, ja, was bedeutet der? Cairn ist also ein archäologischer Begriff, der ist eingebürgert in ein Fachbegriff, ein archäologischer Fachbegriff, der eingebürgert ist in Frankreich und in England. Also das ist in französischen Sprache und in der englischen Sprache ist das der Fachbegriff für diese gemauerten Grabmonumente. Grabmonumente, okay. Das sind Grabmonumente, die sind nachweislich mit Grabkammern ausgestattet und da kann ich jede Menge zeigen. Also wir haben jetzt, wahrscheinlich sind es schon über 40 Grabkammern, die wir kennen, die werden halt nur nicht erforscht. Ja, das ist, wir melden die und die veröffentlichen wir auch auf unserer Homepage. Okay. Kann sich jeder mal Die kann ich genauer ja mal anschauen. verlinken, dann werde ich deine Homepage mal verlinken, dass man da mal reingucken kann. Aber das ist ja hochinteressant. Also das heißt, 40 Grabkammern oder Grabhügel, kann man das sagen, in Deutschland jetzt speziell gefunden, Nur die oder wie? Kammern, nur die Kammern. Nur die Hügel sind es Kammern. viel, viel mehr. Hügel sind Hügel, es viel, viel mehr. wie viele Hügel schätzt du oder sind es? Oder von wie vielen Hügeln Wir haben wisst ihr? Nekropolen. Von wie vielen Hügeln wisst ihr? Die haben noch gar nicht gezählt, das sind bestimmt schon an die 1000. Also die summieren sich immer zu ganzen Nekropolen. Wir haben zum Beispiel in Schmier haben wir allein 20. Ja. In Würzburg haben wir auch noch gar nicht gezählt, das sind auch so bestimmt an die 20. Und so geht es ständig weiter. Also wir haben schon so viele Nekropolen allein einzeln in der Landschaft stehen, ja, und die ganzen, was noch dazu kommen, ständig mehr ins Meer. Also es sind noch 100.000, sagen wir mal. Es sind noch 100.000. 100.000. Und ja, nicht 100, 100.000. Okay, wenn du sagst, es sind jetzt welche dabei, die sind praktisch Grabhügel und es gibt welche, die sind keine, oder? Oder sind nur aufgeschüttet irgendwo? Wie erklärt man sich das? Eine normale Abraumhalde, das ist ja ganz klar, da schüttet man drauf und dann kommt das ganze Schüttgut, kommt schräg zu liegen. Ja. Ja? Logisch, da hat man ja alles, was anfällt an Schutt, hat man durcheinander liegen. Da kommen Steine, da kommen größere Brocken, da kommt Sand, da kommt alles, Gebrösel, alles, was es da gibt, kommt halt eben auf die Halde. Und wenn ich den Kern anschaue, das ist Mauerwerk. Es beginnt vorne an der Fassade mit Mauerwerk. Da kommt man ins Mauerwerk rein, gibt Stellen, wo das runtergebrochen ist, kann man dann tiefer reinschauen. Okay. Wir haben gegraben, also mit dem Bagger, und sind dann bis 3 Meter hinter das Mauerwerk gekommen. Und dort ist immer noch alles horizontal gesetzt. Ja, das sind dann verschiedene Qualitäten von Steinen. Also es ist nicht alles nur Sandstein, sondern die haben auch Tonschiefer verbaut. Das war da damals alles vorhanden. Das war damals leicht stapelbar. Alles, was stapelbar ist, haben sie ja genommen. Und das ist aber in der ägyptischen Pyramide auch nicht anders. Das sieht hinter der Fassade auch aus wie hinter einem Bildsofa. Also das ist, Ja, das sind die, so warum geht man sitzt ja man davon auf rechts aus. ab? Also wenn ich die ägyptische Pyramide angucke, das ist jetzt gerade die Cheops da, wo diese Deckschicht da, diese glatte Schicht ab ist, sieht man ja dahinter auch immer weiter Steine, Steine, Steine. Das muss ja bis durchgehend, muss das ja gesetzt sein, ne, oder?
Nur das ist jetzt das Beispiel der Gizeh-Pyramide, die ist besonders gut ausgeführt, aber es gibt andere Beispiele, da hat man jetzt nicht mehr diese exakt rechteckigen Steine, sondern die werden dann immer klobiger. Ja, die passen dann so gerade noch so irgendwie zusammen. Ja, und das ist also das. Ups, ich sehe dich gerade nicht. Ist das jetzt, Doch, ich bist du sehe noch dich. drin? Ich bin da, ja. Mach mal die Maus ein bisschen hoch, vielleicht jetzt. Okay. Ich hoffe mal, dass das alles klappt. Okay, also wie schon gesagt, die gibt es halt, also die Innenstruktur, die ist nicht unbedingt so optimal. Okay, aber außen war schon klar, dass da eine Art Regelmäßigkeit erkennbar ist. Und ich darf man das, also einfach nur, um es nochmal zu verstehen, man findet außen eine Art geschichtete Wand oder so eine Art geschichtete, Gemauert. ja. Und dahinter ist also weiter Stein. Da ist also keine Erde dahinter, wo man jetzt denkt, das ist eine Stützwand, dass irgendwas gestützt werden muss oder zufällig abgelagerter Schutz, sondern es ist ganz klar nach hinten durch, also bis in die Mitte hineingesetzt. Richtig? Richtig, es ist immer horizontal gesetzt. Und das sind immer abgegrenzte Steinblöcke oder Steinplatten. Und davon haben wir über Die liegen. 1000. Nee, an die 1000. 1000 dieser Hügel. Ja, also wir haben also wirklich so überall in Deutschland haben wir da Kontakte und schon so viele Fundmeldungen bekommen. Mit Österreich noch dazu, über Schweiz, Elsass, also überall gibt es die eigentlich. Ja. Und wenn man dann noch die, im Endeffekt gehören sie zu der norddeutschen Megalithkultur, gehören sie auch dazu irgendwie im Endeffekt. Die Die sind Megalithkultur. halt, ja, die sind halt eben in Norddeutschland sind sie eben auf die plane Ebene gesetzt, diese Langkerns, muss man ehrlich sagen. Und bei uns sind sie halt immer in den Berg reingebaut worden. Das liegt einfach an der Topografie. Man hat halt eben im Tal wahrscheinlich nicht bauen können, weil das versumpft war. Und die Hügelkuppen waren für den Ackerbau vorgesehen. Dann ist man halt eben in den Berghang hinein. Okay. Gibt es Muss irgendeine offizielle Erklärung dazu oder irgendwas Offizielles? Also ich möchte jetzt mal offiziell Ja. nicht so ganz klar machen, aber gibt es irgendwie was von Seiten der Öffentlichkeit, wo man sagt, der Forschungszweig beschreibt jetzt das und das, also das kommt daher oder das hat den Ursprung oder da muss irgendeine Kultur am Werk gewesen sein, sondern wer fängt denn an, Steine hochzusetzen? Aus welchem Grund? Ja gut, das sind halt eben die Forscher in England und Frankreich, die haben ja schon einiges zu den Cairns publiziert. In Deutschland wird, wie gesagt, das alles als normaler Steinbruch abgetan. Ja, da ist nichts, was da irgendwie staatlicherseits oder von der akademischen Seite aus das irgendwie unterstützen würde. Sie kümmern sich einfach nicht um das Thema. Ich habe versucht, das in Wikipedia unterzubringen. Wird man abgeschmettert, das ist alles so absurd für die. Die fassen das einfach nicht. Ja, und das spielt natürlich ideologisch einiges mit hinein. Ja, das weiß man ja, was. Klar. Okay, Im aber Weltbild alles jetzt bei den größeren sagst du ja, da sind ja auch Grabkammern drin. Da muss ja irgendwas, also wenn du sagst Grabkammer, dann ist ja irgendwas beerdigt. Irgendjemand ist da begraben oder irgendwas. Ja? Also da muss ja dann logischerweise auch ein Interesse dran sein, dass irgendwie da mal geforscht wird, wo das herkommt. Das hat ja, also wenn es hier Tausende von diesen Hügeln gibt, ja, dann hat das ja logischerweise auch was mit der Kultur zu tun, die hier am Werken war oder nicht. Oder sehe ich das falsch? Ja, natürlich. Ich meine, das muss man richtig einordnen. Das ist von der ganzen Machart her, muss ja das alles mit Eisenwerkzeugen passiert sein. Ja, die Steinzeit kommt da eigentlich nicht in Betracht. Das ist bei den ägyptischen Pyramiden ist es auch nicht der Fall. Es wird einfach behauptet, das ist so ein Glaubenssatz. Man muss glauben, dass die ägyptischen Pyramiden in der Kupfersteinzeit gebaut wurden mit den Werkzeugen, die gar nicht taugen für. Ja. Also solche Sachen, die setzen sie immer voraus, Ich man meine, ich muss gehe das jetzt mal davon glauben. aus, dass du dich da ganz tief, wenn du sagst, schon seit den 90ern, das sind jetzt ja auch bald 30 Jahre, nehme ich an, oder? Bist du da in der Thematik drin? Was ist deine Erklärung oder was ist eure Erklärung, wenn du sagst, von der Forschungsgesellschaft, wie erklärt ihr euch das? Wie kann man das Phänomen erklären? Das sind alles Fehldatierungen. Ich meine, der Herr Heribert Illig hat da ein Bremer Buch drüber geschrieben. Wann lebten die Pharaonen? Und da kürzt es halt eben alles auf die Eisenzeit runter. Vorher können die Pyramiden nicht entstanden sein. Dann nimmt das alles technologiegeschichtlich, ja, und löst das Ganze auf. Die ganzen Dynastien, die es da gegeben hat, angeblich, ja, die werden halt in die Reihenfolge gebracht, wie die technologische Entwicklung stattgefunden hat. Und das waren halt eben nicht vom Großen zum Kleinen, ja, von großen Pyramiden zu kleinen Beamtenpyramiden. Das ist nämlich der absolute Nonsens. Die können ja nur zur selben Zeit existiert haben oder gebaut worden Immer fängt er sein. bei klein an und geht dann zu groß, ne?
Man fängt ja klein an und macht es größer, so rum, ne? Eben, oder macht es auch gleichzeitig. Also die Pharaonen hatten ja ihre Beamten. Also die können ja nicht eine eigene Kultur gehabt haben, die eine Beamtenkultur. Ja, sondern die Okay, müssen zur selben Zeit. ja, wir haben, du hast ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von Ägypten gehört. Ich würde jetzt einfach mal gerne das von Ägypten zeigen und kannst einfach mal kurz beschreiben, was man da sieht, weil das ist halt so ein ägyptischer Kern, kann man das so sagen? Ja, richtig. Das nennt sich halt eben Mastaba. Okay, Mastaba. Okay, na Moment, ich guck mal. Ah, Moment, jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Das habe ich nämlich nicht aufgemacht. Gerade Sekunde. So. Na, wo ist denn jetzt? Schade, das ist jetzt nicht da, aber das ist jetzt mal egal. Du hast jetzt was von einem Neuen geschickt, der relativ frisch ist, aber einfach, dass man mal so die Dimensionen sieht. Machen wir mal das, ja? Vielleicht holt sich das noch. Okay. So, was sehen wir hier? Jawohl, also das ist ja südlich von Würzburg, hat uns der Andreas Müller geschickt. Und man sieht da halt eben einen ganz großen, langen Kern. Auf der linken Seite hat man die Felswand, also dieser schwarze Schatten ist die Felswand. Und zur Ja. Straßenseite hin, also rechts, Osten, steht das quasi frei auf dem Feld. Und ganz typisch halt eben so sind die Kernspines gebaut worden, als in den Berghang hinein. Ja. Und jetzt hat man hat sogar zwei Kerns, also links ist noch ein weiterer Kern. Okay. Und ich habe das jetzt mal vermessen, also die Länge des Kerns, und der hat wirklich 250 Meter Länge. Und ja, ich hätte jetzt jede Menge Bilder dabei, also auf dem USB-Stick, wo man dann das Mauerwerk sieht. Also das alles gemauert ist, also eine Umfassungsmauer, die geht rundum. Und vor allem hat man dann also eine gigantische Grabkammer da drin. Das ist grandios. Und vor allem halt eben die Länge von 250 Metern. Das ist also das größte Bauwerk dieser Art überhaupt. Die größte ägyptische Mastaba, die hat eine Länge von 96 Metern, sind das, glaube ich. Wir reden hier über Das ist Würzburg. Ist das richtig? südlich von Würzburg, ja. Okay. Okay, und also ich habe, wie ist das mit Himmelsrichtungen? Merkt man da was, dass das ausgerichtet ist oder sowas? Naja, bei dem kann man das nicht sagen. Das ist also das astronomisch kann ich das jetzt nicht zuordnen. Okay. Das Ja, weil muss ich auch nicht bei sein. Ägypten gibt es ja immer so einen Bezug zum Sternenhimmel irgendwie, ne? Da gibt es ja auch die na hier, dass die Cheops-Pyramiden Orion darstellen und so weiter, deswegen die Frage. Also da hast du nichts gefunden, okay, aber ja gut, das sieht schon merkwürdig aus. Also klare Kanten, klare Winkel, oder sind zu erkennen? Ja, eben, also das ist ja das Verrückte. So deutlich hat man es eigentlich noch nie, oder so gut erhalten hat man es eigentlich noch nie gehabt. Und vor allem halt eben die Grabkammer, die uns also echt erschlagen, weil die größte Grabkammer, die wir bis jetzt kannten, das war halt eben die auf Marsberg und auch bei Würzburg. Und die war halt eben, oder die ist halt eben nur 10, also 10 Meter geradeaus und dann nochmal 10 Meter nach links. Okay. Und also das ist halt schon ein gewaltiger Gang an sich, ja. Und da kann man sehen, dass es aber noch weitergeht, dass da Stufen an der Decke sind und Stufen am Boden. Aber alles verschüttet, also weiterkommen Okay. kann man da nicht. Aber jetzt gerade hier an dem Kern, also da geht es nach dem, es ist kein Knick, der nach links geht, sondern ein Viertelkreis. Und dann geht es steil bergab. Genau das, was wir da gesehen haben im anderen Kern da auf dem Marsberg, ist also hier jetzt alles noch frei. Man kann also runtersteigen bis zur Grabkammer. Okay. Ich glaube, die Bilder habe ich. Also die müssten jetzt eigentlich kommen. Ja, wir gucken gerade mal. Moment. Jetzt frage ich mich nur, warum das ägyptische Bild da nicht drin ist. Okay, mache ich mal.
So, das hier, ne? Moment. Ja gut, okay, das ist wieder ein anderer Kern. Da müsste man eigentlich auch mal zuerst noch die Karte zeigen. Okay, Moment. Dann war das das Falsche. Ja. Dann war es wahrscheinlich das hier, ne? Das hier? Das ist auch der andere Kern. Der hat also zwei Kammern. Okay, Moment. Zwei Kammern. Ja, dann war es das wahrscheinlich, oder? Jawohl, also das ist der Entdecker, der Andreas Müller. Und da sieht man, wie steil das ist, nach unten geht. Die Decke, das ist also mit Platten gelegt, lange Platten, die liegen quer auf. Und so sind also die meisten Dolmen, sind also so konstruiert. Ganz Okay. einfache Technik. Das heißt also, man hat also rechts, links Mauer und quer drüber dann größere Steine gelegt. Ja? Also wie man es von den Jawohl. Megalithen kennt, oder? Richtig, also es gibt ja verschiedene Methoden. Man kennt die Dolmen meistens nur links und rechts Felsplatten und dazwischen dann Mauerwerk, so als Füllmaterial. Aber es gibt halt eben auch die durchgehend gemauerten Seitenwände. Also gerade im Kern von Brennernes Okay. sind ja immer wieder zu Habt ihr in sehen. der Grabkammer was gefunden? War was drin? In Brennernes, ja, das ist alles untersucht worden. Es sind 11 Kammern in einem Kern. Und da hat man, das wird halt alles immer jungsteinzeitig datiert, weil halt eben die Materialien aus Eisen, die sind halt komplett erodiert, da ist nichts mehr zu finden. Und was hat man entdeckt? Ich glaube Steinäxte und ich glaube auch Knochen, ja, wenn ich mich recht erinnere, waren da sogar noch Knochen drin. Okay. Jungsteinzeitlich. Ja, offiziell wird die Megalithik jungsteinzeitlich datiert. Das geht angeblich schon 5000 vor Christus los und reicht dann aber nur bis 2200 vor Christus. Also soll gar nicht in die Eisenzeit hineingehen. Aber was wir schon alles entdeckt haben, was eigentlich nur Eisenwerkzeuge hinterlassen können, ja, das ist ganz eindeutig alles erst in der Eisenzeit passiert. Wir haben Okay. sogar Bohr und Bohrlöcher gefunden und also diese ganzen glatten Wände, ich kann ein Beispiel bringen. Also wenn Sie mal Zeit haben, könnten wir zum Beispiel nach Heilbronn fahren und könnten uns das Paradiesmonument beim Jägerhaus anschauen. Da gibt es Felswände, die sind 40 Meter lang, total eben. Ja, da kann man dann von der einen Ecke die andere anvisieren. Ja. Und da ist nichts, da ist keine Abweichung, gar nichts. Über 40 Meter, exakt gerade. Und halt eben nicht nur waagrecht, sondern auch senkrecht. Das ist Jungsteinzeitlich. unglaublich. Ja. Steinzeit. Also mit diesen Instrumenten hätte ich das nie geschafft. Das ist Also der Wahnsinn, echt. Okay. So, jetzt echt habe ein ich noch ein Bild Wunder. von der Grabkammer, da gucken wir gerade nochmal. So. Jawohl. Also ja, jetzt sieht man die Decke. Ja. Und das ist ja im Besitz eines Steinbruchunternehmens und die kennen die Kammer natürlich, das ist klar. Und die haben die ja natürlich vom Durchbrechen geschützt und haben Okay. dort diese Stahlträger eingezogen. Wir haben also praktisch das ist also schon länger bekannt. Also diese Grabkammer hat man schon, da weiß man schon länger, dass es die gibt und das Unternehmen, weil auf dessen Gelände das steht, hat dann diese Stahlträger da eingezogen, richtig? Ja, das muss es wohl so sein. Also anders kann man es sich nicht erklären. Die Archäologen kümmern sich ja nicht darum. Ja. Archäologen würden das auch machen. Ich kenne Beispiele aus England, wo die Archäologen dann halt eben diese einzustürzende Decke da irgendwie noch abgestützt haben mit solchen Ja. Stahlträgern. Okay. Wenn es Archäologen dann machen, dann machen sie halt eben die Besitzer. Ja. Die Was ist wollen das halt für eben ein, was diesen ist das für ein Zapfen, der da in einem Stein steckt? Was ist das? Zapfen im Stein. Achso, ja gut, das ist ein Scharnier. Da haben sie dann noch eine Türe gehabt. Das haben die Steinbruchbesitzer dann natürlich als Okay. Lagerraum wahrscheinlich verwendet. Okay. Okay. Gibt da verschiedenste Nachnutzungen. Also ich kenne Beispiele aus Italien, da wurde aus solchen etruskischen Grabkammern wurden Weinkeller gemacht. In Frankreich hat man aus Dolmen Hühnerställe gemacht. In Deutschland heißt dann immer, ja, das sind doch alles nur Bierkeller. Ja, das haben die Steinbruchbesitzer haben das für Bierkeller benutzt. Ja, klar, haben sie das benutzt, klar. Aber die haben es nicht errichtet. Das ist ja megalithische Die Frage ist Bauweise. ja, wo kommt das her? Ne? Ich meine, das ist doch die spannende Frage. Ich meine, wenn das da hunderte von Jahren rumsteht, wenn nicht gar tausende, ja, dann muss doch irgendeine Erklärung dafür geben, wie diese Dinger da hinkommen. Ich meine, die fallen ja nicht vom Himmel. Nein.
Keiner weiß es. Und es wird halt irgendwas behauptet, ja, und das setzt sich fest in den Köpfen, ja, dann sind es halt eben Bierkeller. Okay. Klar. Dabei So, bleibt man in der Archäologie überleben muss. Jetzt versuche ich nochmal kurz dieses Bild von diesem Ägyptischen zu kriegen. Warte mal kurz. So, jetzt gucken wir nochmal, ob man das. Ah ja, jetzt. So, und das ist jetzt das Ägyptische, richtig? Richtig. Ja, das sind also viel größere Blöcke. Man sieht es ja auf den ersten Blick. Und wie gesagt, das ist nicht mal 100 Meter lang. Das ganze Gebilde, das gilt als der größte, also die größte Mastaba Ägyptens für den Pharao, ach, wie heißt der wieder, Sneferut oder ach, irgend sowas. Okay. Okay, aber jetzt generell von der Struktur her, so wie es aufgebaut ist, sind die, die wir hier haben, gleich. Ja, man kann hier also zwei Stufen erkennen. Und unsere Kerns haben ja auch immer Stufen, also das ist ganz eindeutig. Ich hätte jetzt noch andere Bilder dabei gehabt. Ja. Da hätte ich das alles mal schön zeigen können. Also wir haben jetzt gerade wieder eine Fundmeldung bekommen aus Neustadt an der Weinstraße. Da gibt es Kerns und einer davon, das sieht also ziemlich ähnlich dem hier aus. Da sieht man zwei Stufen recht deutlich, also Basismauer und erste okay. Stufenmauer. Die dritte Stufe, die ist dann demoliert. Also die kann man nicht mehr klar erkennen, aber so als Grundlinie. Ja, da fällt mir jetzt auch so diese Stufenpyramiden in bei den Mayas, das fällt mir da auch ein, so ähnlich, oder? Das ging ja auch so streppenartig nach oben. Ja, natürlich, klar. Die haben allerdings mehr Stufen. Die sind dann eher so mit der Stufenpyramide von Saqqara zu vergleichen. Ja, genau. In Ägypten steht ja auch, glaube ich, eine rum, ja, die irgendwie stufig aufgebaut wurde. Ja. Ja, das ist also, ja. Ich meine, das ist ja mehr als eindeutig, wenn man sagt, dass da bautechnisch oder vom Baustil her das gleiche kommt. Ich verstehe gar nicht, dass es nicht in die Aufmerksamkeit kommt. Wie kann ich denn sagen? Dann muss das ja auch jungsteinzeitlich sein, was da steht, oder? Ja. Es ist halt ein Grundmissverständnis, dass man halt das alles in die Jungsteinzeit datiert. Ich bin überzeugt davon, dass die ersten Siedler hier, also die ersten Ackerbauern schon Eisen hatten, die Bandkeramiker, weil wenn man die Gräber öffnet oder geöffnet hat, fand man immer Rost. Ja? Es wurde dann halt als Rödel abgetan, als kultischer Rödel, ja, der da über die Leichen gestreut wurde. Aber das sind halt die letzten Reste von irgendwelchen eisernen Geräten oder Waffen, die als Grabbeigabe mitgegeben wurde. Ja? Okay. Das sind oder Missverständnisse. Die hat man halt Grundüberlegungen angestellt, so wie müssen wir die ganze Zeit einordnen. Da hat man sogar noch auf mythologische Ursprünge zurückgegriffen. Da gibt es eher eine Quelle, weiß jetzt nicht mehr, wer woher. Aber da wurde halt erklärt, es gab mal eine Steinzeit, es gab mal eine Kupferzeit, oder nee, nur drei. Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Ja gut, spätestens seit dem Volker wissen wir, dass mit der Chronologie irgendwas nicht passt. Das ist echt krass. Und jetzt mal so von der Idee her, also wie würdet ihr das einordnen? Würdet ihr sagen, das ist ägyptischen Ursprungs oder beides zeitgleich oder wie würdet ihr das einordnen? Das ist das, was mich noch interessiert. Ja, zeitgleich auf jeden Fall. Also man hat ja immer eine Kulturausbreitung, die kontinentübergreifend sein kann. Wenn man gerade mal so zum Vergleich gerade mal die Wolkenkratzer-Kultur hernimmt. Ja? Man hat die ersten, glaube ich, sogar in Deutschland gebaut, ja? Und dann hat sich das blitzschnell so über den Kontinent ausgebreitet. Also innerhalb von 50, 100 Jahren hat jede große Hauptstadt ja nur ihren Wolkenkratzer gehabt. Ja. Also es ist natürlich auch mit den Pyramiden gewesen. Der Kulturaustausch früher war wahrscheinlich genauso wie heute. Ja. Die hatten ja auch ihre Schiffe und konnten halt, die ganzen Küsten, also die Küsten entlang, die Flüsse entlang, die ins Mittelmeer, über die Donau ins Mittelmeer kommen und so. Also ja, man, irgendwie muss die Information ja geflossen sein, sonst geht das ja nicht. Wenn ja. Die in Ägypten da irgendwie Steine aufeinander schichten, wie kommt diese Info hierher? Also die fangen ja nicht an, da. Gut, man könnte sagen, gut, morphogenetisches Feld, ich höre schon wieder die Esoterer, die sagen, alle haben die gleichen Ideen, ne, irgendwie in der Art, aber irgendeiner muss ja auch gezeigt haben oder das mal gesehen haben, sonst kommt das ja hier nicht an. Natürlich, es ist halt immer so, die herrschende Klasse, ja, die kommt dann in ein anderes Land, der Prinz und so von da und da und sieht da, oh, große Sache, was habt ihr da und so und dann, das muss ich ja daheim auch haben so und dann machen wir das. Da werden halt die Fachleute ausgetauscht, ja, und dann geht man ran und
eignet sich das an die Technik und dann beherrscht man sie auch ziemlich schnell. Das ist ja nichts Neues. Hat man schon mal irgendwas in so einem Kern gefunden, wo man sagen könnte, da ist es eine eindeutige Zeitzuordnung möglich, ja, wo man sich jetzt wirklich nicht mehr davor wehren kann, also irgendwie in der Form? Also in unseren Kerns, Ja. in unseren Grabkammern, das ist ja das grundlegende Problem, wir dürfen ja gar nicht graben. Ja, wenn wir jetzt irgendwie da reingehen und finden was, ja, das ist so, es wird alles verboten. Ich ärgere mich zu Tode, ich darf nicht beweisen, ja, dass es Kerne sind. Ja. Und was kann man machen? Das ist absolut eine Sackgasse, es geht da nichts. Ja. Die wollen das einfach verheimlichen. Da habe ich immer den Eindruck, ja, wir haben ja eine gigantische Hochkultur, absolut vergleichbar mit allem, was es hier gibt. Wenn ich den Masterplan anschaue, mit seinen nicht mal 100 Metern und unseren Kern mit 250 Metern, ja, das geht dann wieder ins Größenwahnsinnige. Ja. Ach Gott, die Deutschen, sie haben wieder einen totalen Fimmel, ja, jetzt geht es wieder los. Ja. Es könnte ja auch andersrum sein. Was machen, was ist denn, wenn rauskommt, dass das hier die Originalen sind und die Ägyptischen sind die Kopien? Das kannst du ja auch. Was ist die Sache? Die habe ich genau hier. Aua. Stimmt, ja. Das reicht. Also wenn man die C14-Datierung hernehmen, dann sind ja die Europäischen immer sehr viel älter, um tausende Jahre älter als die Nochmal, die Pyramiden in Ägypten. C14-Methode sagt was? Was war das? Ja, dass die älter ist. Also wenn man mit C14 so eine Kammer reingeht und datiert da irgendwelche Funde aus Holz und so, in Frankreich, die sind ja, wie schon gesagt, 5000 vor Christus geht es da schon los mit den ersten Cairns. Und das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Ich bin schon wieder Wir geplättet. sind raus. Ich bin schon wieder geplättet, ehrlich. Ah ja, okay. Wie viel Leute forschen an der Geschichte? Was glaubst du? An unseren Kerns, das hat sich im Laufe der Zeit ja ständig geändert, die Zusammensetzung. Wir hatten ja immer eine richtig gute Grabungsmannschaft mit Bagger und so haben wir da gearbeitet über 3 Jahre hinweg. Wir haben jetzt also eine Informationsplattform. Per E-Mail tauschen wir uns da aus. Das sind auch so über 36 Leute sind es jetzt gerade aktuell. Und halt eben durch die Homepage finden wir immer wieder neue Leute, die in ihrer Region Sachen entdecken. Also das ist natürlich grandios, was Gibt da noch alles zu tun es irgendeine Möglichkeit, das irgendwie zu erkennen? Also ich meine, gut, das sind jetzt Hügel, haben wir auch, also überall. Ich meine, ich fahre ja auch durch die Gegend und sehe Hügel, aber da ist ja nicht jeder Hügel ein Kern, ne? Also gibt es irgendwelche Anzeichen, wo man da feststellen könnte oder von weitem schon weiß, das könnte einer sein? Was sind so die Kriterien, wo man sagt, da müsste was sein? Ja, anhand der Fotos, die ich dir da geschickt habe, kann man das eigentlich ganz gut illustrieren. Wenn du nochmal zurückgehst, so die ersten Kammern des Moment. anderen Kerns, das sind eigentlich so die, da ist so das typische Mauerwerk zu sehen. Ja, okay. Genau, also das ist jetzt natürlich ein sehr gutes Beispiel, also wie sehr gut erhaltenes Beispiel. So in der Art findet man das fast gar nicht mehr. Also das, wie schon gesagt, also das ist sogar einmalig. Also die anderen zwei, also die, da in der Art kann man noch etliche finden. Okay. Und landschaftlich gesehen, was für Kriterien gibt es da, wo man sagt, ich nehme mal an Steinbruch, dass irgendwie ein Steinbruch muss in der Nähe sein, weil die Steine müssen ja irgendwie transportiert werden. Also klar, also man geht in den Wald oder man kennt einen Steinbruch, geht da rein und schaut sich mal die Felswände an. Und wenn die halt eben glatt gearbeitet sind, senkrecht, waagrecht, dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen. Und dann muss man anschauen, was gibt es da an angeblichen Abraumhalden. Ja, und dann kommt man dann ziemlich schnell drauf, dass da Mauerwerk zum Vorschein kommt. Das kann ganz dezent aussehen, ja, so ein paar Steine waagrecht nebeneinander liegend, vielleicht noch 2 Steine drüber. Und dann geht man ran, kratzt das Laub weg und dann kommt es immer deutlicher zum Vorschein. Und wenn man dann mal einen Spaten nimmt oder einen Hacker und kratzt das Erdreich weg, dann kommt immer mehr zutage. So war es bei mir. Ich habe in der Steinfels, in der Zweigerle, habe ich genauso angefangen. Okay. Das ist eine ganz einfache Sache. Also das kann jeder machen. Das ist wirklich eine Sache von Bürgerarchäologen. Die können da jederzeit anfangen. Und ich bin aber jetzt wirklich sowas von froh, dass der Andreas Müller jetzt die ganzen Sachen da
Würzburger Raum bearbeitet, weil die sind jetzt so grandios. Das ist ein Hotspot, eine Hochkultur. Das wäre ich einmalig in Deutschland. Also es Wie gibt weit fast nichts nördlich hat dran. man die gefunden? Wie weit nördlich hat man die gefunden? Ja, also gibt noch mal einen Gang bei Hannover, Altenhagen. Das ist ein Stadtteil von Springer an der Deister. Und da gibt es einen Gang, der ist also so in der Art wie der jetzt hier. Ja. Geht es da aber komplett durch den ganzen Kern durch. Und man muss sich nicht mal ducken. Ja, das ist also, da kann man so nach springen und kommt nicht an die Decke hin. Ja, das ist so hoch. Und deswegen, die Sage sagt da, da wären Riesen gewesen, die hätten dort gewohnt und ihre Leute bestattet. Ja, so ist die Überlieferung. Die Grabkammer ist allerdings völlig abgetragen worden. Also auf der anderen Seite so war Steinbruchbetrieb. Dabei haben sie die Grabkammer zerstört. Es ist so viel passiert. Also wir haben schon so viele Beispiele von Zerstörung. Also gerade durch die Steinbruchbetriebe, die haben sich natürlich zuerst an den Cairns bedient. Es war das Einfachste, einfach die Steine wegzunehmen, die da in den Mauern sitzen. Da gibt es sogar Ortssagen. Ne? Da gibt es aus Norddeutschland, ich weiß jetzt nicht mehr, welche zwei Orte das waren. Die hatten einen Wettstreit, wer zuerst die Ortskirche baut. Ja, und dann hat die Gemeinde gewonnen, die einfach in den Steinbruch reingegangen ist und schon St. Gottes Fügung alle Steine rechteckig zubereitet vorfand. Ja, mussten sie einfach nur rausholen und ihre Kirche bauen. So war es. Ja, das war die Geschichte im Mittelalter. Okay. Eine kreise Welt, in der wir leben. Hier passt gar Ja, nichts es mehr. ist nur die. Ich sage, hier passt gar nichts mehr. Ja, ne, das ist wirklich so. Ich habe, seit ich das anfange, das zu erforschen, zweifle ich immer mehr am gesunden Menschenverstand, den die meisten Menschen hier haben, angeblich. Ja, das ist halt, man wird halt in die Welt reingeboren und hat ein Weltbild, da werden alle dran gewöhnt und dann darf sowas ja nicht passieren. Das ist doch, passt überhaupt nicht rein. Ja, Ja, so ist es. passt nicht zum Geschichtsbuch. Passt nicht. Der Punkt ist, wir haben jetzt England erwähnt, wir haben Frankreich erwähnt, wir haben Deutschland erwähnt. Österreich hast du auch schon gesagt. Wie weit europaweit würdest du sagen, gibt es die Dinger? Ja gut, das ist ein Phänomen. Also diese Grabbauten, die haben halt in anderen Ländern andere Namen. Also für Cairns hat man in Italien Tomba oder Tumulus. Ja. Ja. In Kleinasien gibt es die auch. Die sind fast identisch mit unseren. Ja, es gibt natürlich noch andere, die sehen mehr aus wie Häuser. Das sind so Etruskerland sagt man halt eben Tomba de Casa dazu, also Hausgräber. Ja. Und da gibt es in Kleinasien gibt es die prima Gegenbeispiele. Es gibt die eigentlich im ganzen Bereich der Antike sind eigentlich vorzufinden. Also auf der ganzen Die sind Welt. aber wirklich bei uns recht rustikal gebaut, werden sie halt eben im mediterranen Bereich und so bis Vorderasien, also Mittlerer Osten, so, da sind sie halt wirklich schon ja, sehr gut gearbeitet. Das ist halt Okay. der einzige Unterschied. Aber von der Größe her, also was ich da jetzt vorfinde, das ist gigantisch. So was hat man noch nie gesehen. Also ich habe gedacht, so, ich meine, natürlich in Würzburg auf Marsberg hat man die nebeneinander liegen, so diese Langgräber, die sind dann an die 200 Meter lang, auch schon. Ja. Und aufgereiht nebeneinander. Das ist schon genial. Also exakt nebeneinander, also richtig. Parallel liegen. Also man hat immer eine schmale Gasse. Also wenn ich auf der gehe, komme ich dann zur Felswand. Die werden also Wahnsinn. immer mit schmalen Gassen getrennt, diese Kerns. Also ich würde mal vorschlagen, dass man mal einen richtigen Bildervortrag macht. Gern, Beim auf nächsten jeden Mal kann Fall. ich das mal alles Also zeigen. da wirst du wahrscheinlich einen Fundus an Bildern haben, nehme ich an. Ja, unglaublich viel. Das ist nur Glaube ein ich. kleiner Ausschnitt, den ich eigentlich für heute vorbereitet habe. Das Naja, sind alles natürlich gut. auch Ja. schon. Mir ging es jetzt erstmal auch darum, dass man überhaupt das Thema sensibilisiert, ja? Dass man mal sagt, okay, da läuft noch eine ganz andere Nummer irgendwie, ja? Die auch keiner so in der Bildzeitung liest. Ja? Das ist ja das, was ich meine. Ja? So ist es eigentlich mit vielen, vielen Geschichten. Ja? Also ich kann nur sagen, mir wird immer klarer, dass das, was man uns hier jahrzehntelang erzählt,
mehr so in die Ecke Gebrüder Grimm gehört. Ja? Weil das, was du da zeigst, ist ja, das sind ja physische Beweise. Das ist etwas, was in der Realität tatsächlich vorhanden ist. Und ich meine, es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass du in Ägypten dieselben Bauwerke findest wie hier. Ja? Deswegen ist die Frage, wie hängt das zusammen? Also, hä? Das hängt zusammen. Das ist dieselbe Kulturepoche. Ja. Die haben diese gigantischen Gräber gebaut und nicht nur in den Hochkulturen des Südens, sondern halt auch hier in Nordeuropa. Das ist völlig ausgeblendet. Und man begreift es auch gar nicht, dass da nichts mehr vorhanden ist. Nur so ganz rudimentäre Sagen und Andeutungen irgendwo. Das ist alles nur durch eine gigantische Katastrophe zu erklären, die halt wirklich Nordeuropa getroffen hat. Das sind auch so die Geologen vom Chiemgau Impact Team, die das beweisen. Ja, da hat also wirklich ein Einschlag stattgefunden. Und das muss also wirklich noch am Ende der Keltenzeit gewesen sein. Man kann es ganz gut beweisen. Am Chiemsee gibt's eine keltische Viereckschanze. Und da ist eine Ecke zerstört. Und zwar durch ein Toteisloch. Also Toteisloch soll ja durch Gletscher entstehen. Ja, aber die sagen, nee, das ist ein Einschlag gewesen von einem Trümmerteil eines Kometen. Also wirklich so ein Eiszapfen, der vom Himmel fällt und genau diese Ecke zerstört hat. Und man hat ja wirklich dann den Beweis, da ist die keltische Viereckschanze zerstört worden. Am Ende der Keltenzeit hat diese Katastrophe ja stattgefunden. Und die finden auch Mikrodiamanten, das ist ein Beweis dafür, dass also hier Gras oder Holz, überhaupt organische Materie, innerhalb kürzester Zeit so zusammengepresst und so erhitzt wurde, dass Diamanten daraus entstehen konnten. Mhm. Also das ist gar nicht auch genau dasselbe, was die Nordamerikaner oben an der Seenplatte da finden. Ja, haben sie auch Mikrodiamanten. Die sagen auch, das war ein Einschlag, der da stattgefunden hat. Oder halt ein extrem großer Druck, das kann man sagen. Also ein Druck, der irgendwie ausgeübt wurde durch, ja, was weiß ich. Ja, weil das Thema Reset, ja, Great Reset, ja, das bezieht sich nämlich hier gerade auch so ein bisschen durch unsere Gemeinde durch. Wir haben da alle Informationen drüber, dass es da offensichtlich mehrere Vorgänge gibt. Ja. Welche Zeit würdest du es denn datieren? Wir haben jetzt schon mehrere Zeitangaben gehört. Der Einschlag. Sagen wir mal einfach, dass der Druck, ob es ein Einschlag war oder nicht, da möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Druck kann ich auch anders herstellen. Wann ungefähr? Also wann war diese Katastrophe? Was würdest du sagen? Ja, wie schon gesagt, am Ende der Keltenzeit. Also Keltenzeit wird auf Ende der Keltenzeit etwa 50 vor Christus datiert. Da hat ja Cäsar die Gallier besiegt. Und jetzt aber in Nordamerika wird eigentlich dasselbe Einschlag, also Mikrodiamanten, am Ende der Eiszeit datiert, also vor 11.000 Jahren. Ja, das sieht man, wie die Chronologien da überhaupt nicht zusammenpassen. Okay. Das sind lauter solche Missweisungen. Also es könnte auch praktisch alles zum selben Zeitpunkt passiert sein. Es gibt gerade nicht wenige, die da draußen sagen, wir haben einen Reset oder in der Form natürlich gesehen durch eine Katastrophe erst vor 200 Jahren gehabt. Auch da gibt es gerade sehr merkwürdige Fragestellungen. Ja, gut, das sind... Also mit dem habe ich jetzt mich nicht speziell befasst. Ich habe das mal kurz erwähnt bekommen. Kann ich eigentlich nichts dazu sagen, tut mir leid. Naja, nee, es ist mir interessant, weil, wie gesagt, aus verschiedenen Blickrichtungen mal auf so Themen gucken, ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich meine, was wissen wir denn schon großartig über uns? Ja? Ich, wenn mich einer fragt, ob ich vom Affen abstamme, sage ich, nee, Jesus Christus, der konnte übers Wasser gehen. Das gefällt mir dann besser. Ja, natürlich, ich meine, das ist alles zweifelhaft, was die Evolutionären da behaupten. Also, ja. Naja, es gibt so viele Anhaltspunkte, dass da alles irgendwie halt mal, es ist ja immer die Geschichte der Sieger. Ja? Es findet irgendwo ein Glaubenskampf statt. Es war im Christentum genauso, die mussten sich gegen die Antike durchsetzen. Der Antike war schon so viel Wissen vorhanden, das haben sie alles niedergemacht. Die haben dann wieder die Erde zur flachen Scheibe erklärt und solche Sachen sind ja ständig passiert. Ja? Ja. Also das geht durch die ganze Geschichte durch, ganz klar, ganz logisch. Und das ist auch so, die Errungenschaften, die technischen Errungenschaften der Antike, die waren schon so weit fortgeschritten. Das fasst man gar nicht, ja, was die schon alles konnten. Ich habe Bilder gesehen von Sizilien, von einem Steinbruch mit Kernbohrungen. Ja, dieser Bohrer musste einen Durchmesser gehabt haben von 4 Metern, ja, in den Fels oben reingebohrt. Was war denn das für eine Maschine? Ja, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das sagen sie, Jungsteinzeit.
Nee, das sagen sie dann nicht. Das ist dann wieder mit, ja, mit antiken Säulen, dann hängt das dann zusammen. Die haben also ihre antiken Säulen aus diesen, aber Ja, aber die Megalithen kannst du ja auch nicht wo. erklären. Das kannst du ja auch nicht erklären, wie sind solche Gewichte transportiert werden. Das kriegst du doch nicht gebacken. Ja, eben, das ist es ja. Ich meine, aber ich sage ja, das Megalithikum ist eigentlich zeitgleich mit der Antike. Was ist eigentlich die Antike? Unsere Kultur, in der Antike sollen ja quasi nur Erdgrabhügel irgendwie, also Erde aufgehäuft haben und dann so die Leute da irgendwie in Holzkisten gepackt haben. Ja, da gibt es dann so diese Wagengräber mit den Keltenfürsten und so weiter. Aber das ist ja nur ein kleiner General gewesen, allerhöchstens irgendein Offizier, irgendein ein Streitwagenführer. Ja, aber und dann wird er zum Fürsten erklärt. Ja, so läuft es bei uns. Aber die Könige, die keltischen sagen, die erzählen alle von Königen. Ja, welche Könige haben denn hier regiert? Die Frage kümmert sie gar nicht. Und dann gibt es ja Kaiser. Es gibt ja die drei Kaiserberge bei Schwäbisch Gmünd, die stehen frei in der Landschaft drin. Jeder einzelne Hügel verkörpert eine geometrische Grundform. Das Oval, das Dreieck und das Rechteck, da stehen sie in der Landschaft drin. Und das sehen die Leute nicht, dass das Pyramiden sind. Das kann ja Das nicht darf ja gar sein. nicht Also wenn sein. du sagst, ja, wie jetzt genau die geometrische Grundform. Also so, dass du sagen kannst, das ist künstlich. Das muss künstlich sein. Ja, man kann das auch nachvollziehen, weil das ist eine Erzabbauregion der Alp drauf. Das geht ja nicht nur über die Schwäbische Alb, sondern bis zur Fränkischen Alb, über 300 Kilometer, waren es schon die allerersten Abbaugebiete, weil da musste man gar nicht in die Erde reingraben, Stollen schaffen, sondern konnte einfach in den Berghang rein und das Zeugs rausholen. Bonerz ist ja das eigentlich, Brauneisen. Und deswegen sind diese Oberflächen im Erzvorkommen gar nicht mehr vorhanden. Die wurden schon seit der Keltenzeit abgebaut. Ja. Und das ganze gute Eisen, die haben da Technologien gehabt, die haben wir heute, ja, dann hat man jetzt wieder, aber die haben die schon damals beherrscht und haben da bestes Eisen, besten Stahl hergestellt. Das norische Eisen, das war ja das Eisen der Österreicher da in der Steiermark, das wurde nach Italien verkauft. Die Italiener haben das, die Römer haben das dann abgekauft, wie heiße Semmel, also das war sehr begehrt, das norrische Eisen. Und die norrischen Techniker oder Metallurgen, die kamen hier in den Alp drauf. Da gibt es bildliche Darstellungen dieser Römer, angeblichen Römer sind ja immer Keldorömer. Das wird immer als römisch bezeichnet. Hier haben Ja, noch aber es keine ist. Römer gelebt, hier haben Kelten gelebt. Hier gab es vielleicht eine römische Oberschicht, ja, vielleicht, was heißt Oberschicht, Besatzungsschicht da irgendwo, wie heute auch, ja, irgendwo, ja. Aber Und die haben die das graben ja Ganze nicht, dann ich so. meine, die graben ja nicht im Dreck rum und suchen Eisen. Das lassen sie ja dann, naja, okay. Na eben, die ganzen Leute, die hier gearbeitet haben, das waren doch alles die Kelten. Und es gab bestimmt sehr viele Techniker und Fachleute, die das alles gemacht haben. Ja. So ist die Welt, die war damals auch schon so. Es gab immer Kriege, es gab immer Unterwerfungen. Und ja, also es ist ein unglaubliches Vorgehen, ja, dass man dann diese drei Berge da hat stehen lassen. Man hat eigentlich alles rundum abgetragen, was es an erzhaltigem Gestein gab. Und da hat aber auch der König schon vorher gesagt, also ich will das da stehen haben und es soll die Verbindung zu dem Berg haben und die Verbindung zum Beispiel, das sind da drei Berge, Kaiserberge, das ist der Hohenstaufen und der Stufen. Die stehen exakt auf einer Äquatorlinie, ja, genau West-Ost orientiert. Das ist ja kein Zufall. Ja. Und dann sind die Entfernungen, das sind die alten Maßeinheiten. Das ist die megalithische Meile, der hat 1.666,66 Meter. Und die megalithische Elle ist auch drin. Ja, das ist der 2000. Teil. Das ist die megalithische Elle von 83,33 Zentimeter. Und dann hat man noch eine andere Maßeinheit, das ist die keltische Leuge. Ja, das wird jetzt heutzutage, wenn man Wikipedia liest, wird das als römische Leuge bezeichnet. Ja, dabei kommt das in Rom überhaupt nicht vor. Es kommt hier nur bei uns in der Landschaft. Findet man die Leugensteine, die sagen dann ja, zwar mit römischen Ziffern immer, ja, bis dorthin sind so viele Leugen. Ja. Und Leuge ist immer 2,222 Kilometer. Das ist der 50. Teil eines Längengrades. Der Längengrad, das ist nun mal abgeleitet vom Erdumfang. Die kannten die Erdmaße. Das ist alles bekannt.
Alles bekannt. Es ist alles nicht zu fassen, echt. Ehrlich wahr. Oh mein Ja, Gott. Insider-Wissens. Ich meine, da wird man doch verrückt mit der Zeit, oder? Ich Insider-Wissens. meine, irgendwo, da denkt man, hat man, also du hast ja wahrscheinlich so die Fakten alle auf dem Tisch, so sagst du, und dann Ja. steht einer da und sagt, pfuh, nee, römisch. Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor. Okay. Aber man kann es auch erklären, das sind wir auch nicht selber dran schuld, oder was heißt der Kaiser, bei uns. Das ist eine Ideologie gewesen, ja, die Germanen, die müssen, wir sind unabhängig, wir sind freiheitsliebend, wir sind Germanen, ja. Die Römer, die haben ja nur eine Besatzung gehabt und so. Und außerhalb des Limes, da haben die freien Germanen gelebt, und innerhalb des Limes die armen, unterjochten Kelten, das sind die Gardennen gewesen, ja. Nicht so die starken Germanen da irgendwo und so ein Schwachsinn. Ja, so hat sich das entwickelt. Das ist einfach so. Und dann gab es einen Tacitus, der das alles so erklärt hat, ja, was die für unheimliche Riten hatten da, die Germanen, und ach, das ist alles so. Also ein Geschwurbel, was sie da zusammengeschustert haben, ja, der Tacitus ist eine Fälschung. Sie wurde bewiesen, dass das im Mittelalter der Volker weiß es ganz genau. Da könnte man sagen, wer geschrieben hat. Ist aber alles schon bekannt. Wenn man nur eine schriftliche Quelle hat, die quasi unsere Vorgeschichte erklärt, ja, dann ist das der höchste Schwachsinn aller Zeiten. Ja. Und dann hat der Cäsar ja eigentlich auch nur bei Tacitus abgeschrieben. Ja. Der schreibt eigentlich genau dasselbe. Und das sind unsere Geschichtsquellen. Da ist nichts mehr vorhanden in Wirklichkeit. Das ist alles Bach runtergegangen. Das sind wahrscheinlich 99,9% der Bevölkerung sind da hingerafft worden durch diesen Einschlag. Ja, da gab es einen riesen Tsunami, das Ganze noch bis zu den Alpen hin überflutet hat. Also die Lehmspuren kann man wirklich bis zu den Alpen verfolgen. Was die für Mauern da bedeckt haben, das ist unglaublich, was da passiert sein muss. Man hält es im Kopf nicht aus. Und in Rom und so, da hat man nur, ja, so die ganzen Bauwerke sind durch die Erdbeben zertrümmert worden. Ja. Das sind jetzt Zahlen der Archäologie. Die haben festgestellt, das alte Rom, das antike Rom, hatte 1,3 Millionen Einwohner. Und im Mittelalter waren es nur 15.000. Das heißt so ein bisschen mehr als 1%. Das ist auch nur die Zahl, ja, als sich das Ganze schon wieder zur Stadt heraus entwickelt hatte. Wie viele da überlebt haben, kann man gar nicht wissen. Die wenigen. Ja. Und dann, ja, Ägypten wurde noch weniger betroffen. Da gibt es das auch so, diese Katastrophenschilderung, dass die Sonne da irgendwo völlig am Himmel entlang getaumelt ist, und dass da ja, die Löwengöttin Sekhmet Verwüstungen angerichtet hat. Und dann heißt es aber, ja, da wird auch beschrieben, Städte gingen zugrunde, Tempel. Aber an anderer Stelle heißt es, ja, es gingen nur die kleinen Tempel zugrunde. Also die großen Tempel haben dann anscheinend noch das überleben können. Ja? Also es war nicht so gewaltig wie bei uns im Norden. Das ist eine Abstufung. Aber die Katastrophe gab es anscheinend wirklich. Ja, das, was passiert sein muss, das ist klar. Nur die Datierung ist halt wahrscheinlich das Thema, ne? Das ist halt das Thema. Würdest du sagen, die Kelten hat es gar nicht gegeben? Na, auf keinen Fall. Das ist halt eine Definitionsfrage. Ich meine, das Wort Kelte ist halt eine antike Bezeichnung, wird halt eben hergenommen für die Völker des Nordens. Und wenn man das als Oberbegriff nimmt, ist es einfach okay. Ja? Was sich da alles drunter subsumiert, das ist natürlich viel, viel mehr, als man jetzt so im Ganzen, ja, erkannt hat. Also man, die einzelnen Stämme und so, und das alles, zum Beispiel in Süddeutschland, die Wendeliki oder Wendelika, das ist halt ein sehr bedeutender Stamm der Kelten gewesen. Die haben ja ganz Süddeutschland quasi besiedelt. Und die hatten schon ziemlich viele Handelsbeziehungen. Also die Wendeliker oder die Vandalen kann man ja nicht aussagen. Die haben ja überall gesiedelt. Die sind bis in die Bretagne, Schwarzmeer, überall kann man die eigentlich nachweisen. Venedig ist eigentlich auch eine venetische Gründung der Veneter. Veneter sind es eigentlich im Endeffekt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Kerns zurückkommen, also wir finden also Baustile oder Arten von Bautechnik, sage ich mal so, das kann man ja ablesen, wenn was zusammengesetzt ist, ja, dass man das auf eine bestimmte Art gemacht hat. Ja. Und du würdest jetzt wirklich sagen, also das zieht sich durch von Ägypten über Österreich, Deutschland, Frankreich, England, das ist überall das gleiche. Ja, das ist ein Bauprinzip. Das sind die Strebebauern, sagt man dazu, oder zwiebelschalenförmige Mauern.
Das heißt, eine Mauer wird hinter die andere gesetzt. Man geht eigentlich vom Zentrum aus. Zentrum ist die Grabkammer, da war die erste Mauer drumherum gezogen. Und dann baut man eigentlich auf die Grabkammern halt eben so einen Turm, erst einen kleinen Turm. Um den Turm herum wird eine weitere Mauer gezogen und die ist aber niedriger, die bildet dann so die erste Stufe. Okay. Und so geht es nur nach außen immer weiter nach unten. Und so sind eigentlich die Stufenpyramiden alle gebaut. Das ist eigentlich völlig falsch verstanden, wenn man meint, die werden horizontal aufeinander gesetzt. Das stimmt halt einfach nicht. Und bei Saqqara haben wir dieses Beispiel, ist genau so gebaut, wie die Kernseher in Europa. Genauso gebaut. Und kann ich das immer wieder beweisen, wie da die Mauern hintereinander gesetzt sind. Die kommen immer so zum Vorschein. Ist gar kein Problem. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, aber das ist alles, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Die wollen es gar nicht wissen. Die haben angeblich auch gar keine Zeit. Ja, die Archäologen, naja, natürlich, klar, ich glaube es denn sogar, weil das ist so viel gekürzt worden in dem Bereich. Ja, die Finanzen sind desaströs und dann müssen sie halt eben mit ein bisschen Geld da irgendwas machen, haben auch vielleicht keine Zeit. Die müssen ja ständig nur Notgrabungen durchführen. Und wenn da mal einer wirklich mal Zeit hat, so, dann macht er natürlich sein Lieblingsprojekt. Ja. Jeder Archäologe hat ja sein Lieblingsprojekt. Ja. Also ich habe das alles komplett in Eigenregie durchgeführt, kann ich das richtig? Naja, klar. Komplett. Auch selber alles finanziert, also ja, alles selber gemacht, Wahnsinn. Wir haben das mit Sammlungen dann organisiert, haben den Baggerfahrer bezahlt, der hat ja dann auch, also wirklich generös das Ganze gehandhabt, ja, dass da, hat den ganzen Tag gearbeitet, Samstag so, und für ein paar hundert Euro hat er das gemacht, ja, der war hellauf begeistert dabei, ja, das ist, na klar, was. Und eine Mauer nach der anderen zum Vorschein, eine Treppe nach der anderen. Das ist fantastisch. Okay. Walter, also ich muss mal ganz klar sagen, das ist ein Thema, das fasziniert mich. Ich würde gerne einfach, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du Lust hast, ja, dann können wir uns gerne noch mal hier zusammensetzen und dann können wir einfach ein bisschen mal tiefer in die Materie rein mit ordentlich Bildmaterial. Da hast du bestimmt ein paar Sachen, wo du sagen kannst, da kann man es genau erkennen oder da. Spezielle Objekte, die da gefunden wurden. Mich würde einfach mal auch wirklich brennend interessieren, was ihr da für genauere Erkenntnisse darüber gewonnen habt. Ja, also das wäre so für mich mal so eine Geschichte, wo man sagt, okay, wir könnten das einfach mal hier interviewmäßig so durcharbeiten und dann ergeben sich mit Sicherheit auch die einen oder anderen Erkenntnisse. Das denke ich, das macht dann bei jedem ganz schnell Klick. Ich danke dir mal. Wir haben jetzt knapp eine Stunde. Also ist ein bisschen länger. Nochmal, ich lade dich auch ein zu einer Exkursion zu diesem Kern. Da bin ich dabei. So, das, mal ja. mal anschauen. Das werde ich mir angucken, auf jeden Fall. Also da fahre ich mit und dann vielleicht nehme ich auch eine Kamera mit. Mal gucken. Ja, immer. Ja. Ja, ich mach das. Dann werden wir Licht brauchen, oder? Licht brauchen wir für den Garten, auf jeden Fall. Okay. Super. Okay, Walter, ich danke dir. Ehrlich, super, genial. Du wirst schnell auf begeistert sein, wenn du das siehst. Das glaube ich. Gut, also dann, ich schätze, in 3 Wochen komme ich nochmal auf dich zu, ob wir dieses Jahr noch was machen. Ich würde dir vielleicht zeigen, wie die Terminlast bei mir ist, aber das kriegen wir schon hin. Alles klar? Prima, freue mich dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.